Hi, mein Name ist Henrik, ich bin Mediengestalter von Beruf und ich darf euch heute ein bisschen was über das effektive Produzieren von Social Media Content erklären. Dabei werden wir unter anderem behandeln, wie wir Social Media Beiträge produzieren, heißt also Fotos machen, Videos produzieren, was für Perspektiven es gibt, wie man mit Licht arbeiten kann, wie man das Licht für sich nutzen kann. Wir werden uns mit der Nachbereitung von Fotos genauso wie von Videos beschäftigen, gucken uns an, wie man mit Musik und Ton in Videos arbeitet, genauso wie mit Untertiteln. Und zu guter Letzt werden wir uns angucken, was man zu beachten hat, wenn man Werbebanner oder Social Media Titelbilder erstellen möchte. Ich werde in diesem Video mit der Software arbeiten, mit der ich normalerweise auch arbeite, heißt also mit der ganzen Adobe Suite, sei es Photoshop, Lightroom oder Premiere Pro. Die Anwendungen und die Funktionen sind allerdings nicht nur auf diese Software beschränkt, sondern es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Software auf dem Markt, die ungefähr das Ähnliche machen. Alternativen zu meiner Schnittsoftware Premiere sind zum Beispiel DaVinci, was man sich kostenlos im Internet besorgen kann, oder iMovie, was bei jedem Apple-Produkt eigentlich schon vorinstalliert ist. Anstatt Lightroom könnte man auch zum Fotos bearbeiten Luminar oder Raw Therapy benutzen. Und als Alternativen zu Photoshop gäbe es zum Beispiel Photoscape X und Apple Photos, was wiederum auch auf Mac beschränkt wäre. Außerdem werde ich mich in diesem Video auf Computersoftware beschränken und keine Apps benutzen, weil das nochmal ein ganz weitreichenderes Thema ist. Allerdings sind die groben Zusammenhänge und die groben Prinzipien von Fotobearbeitung und Schnitt im Grunde dasselbe, ob man jetzt auf einer App arbeitet oder auf dem PC. Alles klar, fangen wir doch mit dem ersten Punkt an. Was ist das ideale Format für deinen Social Media Content? Wir sind es normalerweise gewohnt, Bilder so wie wir auch sehen aufzunehmen, heißt also im Querformat. Allerdings sind unsere Handys, so wie wir sie nutzen, Hochformat. Da die meisten Menschen Social Media über ihr Handy wahrnehmen, macht es dementsprechend also eigentlich mehr Sinn, den Content dementsprechend anzupassen, also auch im Hochformat zu produzieren. Das heißt nicht, dass ihr nur im Hochformat aufnehmen solltet, ob es jetzt Video oder Fotos sind. Allerdings ist es sehr viel einfacher, mit diesem Content Leute zu erreichen, da mit einem Post im Hochformat einfach mehr Bildschirmfläche eingenommen wird auf dem Bildschirm des Konsumenten. Heißt also, wenn dieser durch seine Timeline swiped und immer weiter swiped, werdet ihr mit einem Hochformatbild mehr Platz auf der Timeline einnehmen als mit einem Querformatbild. Dieser kleine Punkt ist eigentlich schon ziemlich wichtig für die Produktion von effektivem und wertvollem Social Media Content. Ihr müsst euch den Platz auf der Timeline eurer Zuschauer so vorstellen wie ein Grundstück. Wenn ich also ein größeres Grundstück kaufe, was ja in dem Sinne eigentlich genau den gleichen Preis hat, nämlich einfach nur einen Post, kann ich auf diesem Grundstück aber sehr, sehr viel mehr bauen und dadurch sehr viel mehr Leute im Endeffekt erreichen. Also Punkt 1, Hochformat ist sehr viel effektiver für Social Media Content auf dem Handy. Wenn ihr jetzt aber schon das Bild, was ihr zunächst posten wollt, schon im Querformat aufgenommen habt, dann habt ihr damit allerdings noch nichts verloren. Denn ihr könnt in jeder Fotobearbeitungssoftware das Format eines Bildes nochmal ändern. Klar, ihr werdet dadurch etwas an Qualität verlieren und an Auflösung verlieren, aber es macht im Endeffekt auf Plattformen wie Instagram oder Facebook gar nicht mal so viel aus, da Facebook und Instagram genau diesen Content auch nochmal runter reduzieren. Ihr werdet dementsprechend die hohe Auflösung, die euer Bild hat, sowieso nicht im Internet wiederfinden. Also habt ihr hier auch schon mal wieder ein bisschen mehr Bearbeitungsspielraum in dem Content, den ihr produzieren wollt. Für Videos könnte man dasselbe machen. Das ist allerdings noch etwas schwieriger als bei Fotos, da sich das Objekt, was wir einrahmen wollen, meistens in einem Querformat nochmal von links nach rechts bewegt und wir eigentlich auch diesen Ausschnitt, den wir von einem Bild nehmen, immer wieder nach links und rechts bewegen müssten, um immer eine schöne Komposition beizubehalten. Worauf kommt es bei der Produktion von Bildern und Video eigentlich genau an? Zuerst einmal wollen wir mit dem Werkzeug, was wir haben, ob es jetzt Handy oder Kamera ist, die bestmögliche Datei rausholen, um im Endeffekt den meisten Spielraum zu haben, diese zu bearbeiten. Bei der normalen Kamera ist es daher sinnvoll, in den Einstellungen die RAW-Datei zu aktivieren, heißt also nicht nur in JPEG zu fotografieren, sondern in einer rohen Fassung des Bildes, heißt der RAW-Datei. Diese speichert genau das, was die Kamera an Lichtdaten bekommt und komprimiert diese nicht noch zusätzlich. Auf dem Handy sind es meistens keine RAW-Dateien, sondern TIFF-Dateien, T-I-F-F. Aber am Ende müsst ihr sowieso gucken, was euer Handy für Qualitäten an Fotos und Videos ausgeben kann und je nach Belieben einstellen. Die allererste und eigentlich wichtigste Regel für Fotos, genauso wie für Videos, ist es, das Objekt selber zu belichten. Heißt also, ihr müsst euch vorher überlegen, was genau der Zuschauer sehen soll. Ob es jetzt der Baum im Hintergrund ist, ob es das Licht ist, der Himmel, oder die Person, die vor Himmel und Baum steht. Für diese Person oder dieses Objekt, was ihr aufnehmen wollt,
müsst ihr belichten. Die Kamera ist nämlich nicht dazu fähig, schattige Teile des Bildes genauso wie helle Teile des Bildes gleichzeitig wahrzunehmen. Nicht so wie unser menschliches Auge. Wir können aus dem Fenster gucken und sehen gleichzeitig, was draußen passiert und was drinnen passiert im Schatten. Die Kamera allerdings kann nur einen Teil dieses Raumes abdecken. Für Digitalkameras ist es grundsätzlich leichter, dunkle Bereiche noch wieder etwas aufzuhellen, als zu helle Bereiche dunkler zu machen. Das liegt daran, dass der Prozessor innerhalb einer Kamera irgendwo das Datenpaket beenden muss. Heißt also, wir nur eine gewisse Größe an Daten einspeichern können und über diesen Punkt hinaus einfach nichts mehr aufgenommen werden kann. Das nennt man dann wiederum Clipping oder Ausbrennen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass man zu dunkel belichtet und diese Informationen im Bild genauso verloren gehen. Genau deshalb ist es wichtig, ein gutes Mittelmaß zu finden und für das Objekt, was ihr zeigen wollt, gut zu belichten. Am besten nehmt ihr euch zur Übung einfach eure Kamera in die Hand und probiert einfach mal aus, kontrastreiche Situationen zu fotografieren, um ein wenig das Gefühl dafür zu bekommen, wo die Grenzen eurer Kamera liegen und was man im Endeffekt in der Software noch wieder retten kann. Die zweitwichtigste Regel für gute Fotos und Videos ist es, die Emotionen einzufangen. Man gerät nämlich sehr schnell im Eifer des Gefechts, wenn es schnell gehen muss, in die Situation, dass man eine Person von hinten fotografiert und am Ende erst merkt, dass man die Emotionen, die man eigentlich auf dem Bild widerspiegeln wollte, gar nicht mit drauf hat. Und deshalb immer darauf achten, dass ihr das Gesicht der Person, die ihr filmen oder fotografieren wollt, deutlich auf dem Bild habt. Kommen wir zu den Perspektiven, in denen man fotografieren kann. Es gibt eigentlich grundsätzlich drei Perspektiven, aus denen man fotografieren oder filmen kann. Untersichtig, übersichtig und auf Augenhöhe. Untersichtig beschreibt dabei, wie der Name es schon sagt, den Blick von unten auf ein Objekt. Dieser wirkt oftmals heroisch und kann das Objekt in einem besseren Licht darstellen oder stärker darstellen, als es eigentlich ist. Aufsichtig im Gegenteil ist der Blick von oben herab auf das Objekt. Aus dieser Perspektive wird das Objekt schwächer dargestellt, als es eigentlich ist. Es kann schüchtern oder sogar ängstlich wirken. Wenn wir nun aber aus Augenhöhe fotografieren, nehmen wir dem Objekt gegenüber eine neutrale Position als Zuschauer ein. Wir stellen dadurch als Fotograf oder Videograf nicht direkt eine schwache oder starke Person dar, sondern zeigen diese erstmal ohne eine direkte Wertung. Kommen wir nun zur Komposition oder Kadrierung des Bildes. Wir alle haben wahrscheinlich im Kunstunterricht irgendwann mal was von einem goldenen Winkel gehört. Sie haben allerdings wahrscheinlich schon mehr von dem goldenen Winkel gesehen, als sie dachten. Diese vier Linien, die man wahrscheinlich schon mal auf dem Bildschirm einer Kamera gesehen hat, sind genau das. Das sind Hilfslinien, um das Objekt, was man darstellen möchte, an einer Position im Bild zu positionieren, die fürs menschliche Auge oder für die meisten Menschen als harmonisch wahrgenommen wird. Wenn wir nun also ein Porträt aufnehmen und die Augenpartie auf einer der Linien positionieren, gibt das gleich schon einen relativ harmonischen Eindruck des ganzen Bildes. Das gleiche gilt eigentlich für jedes andere Bild. Wenn wir unseren Blickfang, das was wir den Zuschauer sehen lassen wollen, auf einer der Linien positionieren, sei es einer der horizontalen, einer der vertikalen oder sogar einer der Schnittpunkte, bekommen wir am Ende meist eine ziemlich harmonisch wirkende Bildkomposition. Außerdem sollten Sie darauf achten, dass wenn eine Person in Ihrem Bild in eine Richtung schaut, dass in dieser Richtung Platz gelassen wird für den sogenannten Blickvektor. Das klingt erstmal schlimmer, als es eigentlich ist. Im Endeffekt ist es nur die Regel, dass man dem Blick einer Person Platz zum Atmen lassen soll. Wenn wir nun also eine Person am Rande unseres Bildes einrücken und diese auch noch außerhalb des Bildrandes schaut, haben wir relativ wenig Informationen darüber, was die Person fühlt oder denkt und sehr viel leeren Raum auf dem Bild, der weder den Zuschauern noch uns irgendwelche weiteren Informationen gibt. Es gibt noch zwei weitere Regeln der Wahrnehmung des Menschen, die wir für uns nutzen können, um den Blick des Zuschauers in eine gewisse Richtung auf dem Bild zu lenken. Zum einen sind das Linien im Bild. Diese Linien können einmal auf das Objekt hinführen oder zeigen oder das, was wir zeigen wollen, nämlich ein Gesicht oder die Augenpartie einer Person, in einen gewissen Rahmen setzen. Wenn wir nun also eine Person fotografieren, können wir Linien im Hintergrund seines Wände, Säulen oder Bäume nutzen, um den Blick des Zuschauers auf genau diesen Punkt im Bild zu richten. Die zweite Sache, die wir für uns nutzen können, ist das Verhalten des Menschen immer auf den hellsten Punkt eines Bildes zu achten. Heißt also, wenn wir zum Beispiel eine dunkle Bühne fotografieren und die Band auf der Bühne, wird der Zuschauer zwangsweise zuerst auf den hellsten Punkt des Bildes achten. Und genau diesen Fakt können wir für uns nutzen, indem wir eine Person entweder vor einer Lichtquelle positionieren, um eine helle Kante einer Silhouette zu bekommen oder einfach unser Objekt ins Blickzentrum zu rücken. Und keine Sorge, das ist alles sehr viel Input auf einmal, aber mit der Zeit werdet ihr merken, dass ihr automatisch irgendwie einen Blick dafür entwickelt,
Bild, wo Linien in eurem Bild hinführen und wie ihr das Licht vor Ort am besten in eurer Komposition nutzen könnt. Kommen wir zum bewussten Einsatz von Licht und wie wir das Umgebungslicht und die Umgebungsbeleuchtung am besten für unser Foto nutzen können. Ein gutes Foto erkennen wir daran, dass es ein gewisses Interesse in uns weckt. Das entsteht meistens durch eine Spannung im Bild, die aus dem Zusammenspiel zwischen Schatten und Licht entsteht. Wir können uns daher zwei Sachen grundsätzlich erstmal merken. Wir sollten versuchen, das Objekt oder die Person etwas vom Hintergrund abzuheben. Das schaffen wir durch eine sogenannte Kante. Diese entsteht durch Licht von hinten, die auf unser Objekt scheint. Genauso wie bei mir zum Beispiel hier jetzt gerade an der Seite. Diese Kante entsteht durch Licht, was von hinten auf unser Objekt draufstrahlt und diesem sozusagen eine klare Linie gibt, um es vom Hintergrund abzuheben. Allerdings können wir diesen Kontrast von Licht und Schatten nicht nur nutzen, um unser Objekt vom Hintergrund abzuheben, sondern auch, um unser Objekt selber etwas spannender zu gestalten. Wenn wir nun Licht direkt von vorne auf unser Objekt geben, haben wir wenig Konturen, wenig Schatten innerhalb des Gesichtes und das Objekt wirkt eher flach. Wenn wir nun aber das Gesicht von der Seite beleuchten, bekommen wir einen schönen Lichtverlauf, der wiederum eine gewisse Spannung im Bild erzeugt und das gesamte Bild direkt schon etwas schöner erscheinen lässt. Außerdem sollten Sie gerade in Tageslichtsituationen darauf achten, dass die Personen, die Sie fotografieren wollen, nicht direkt zur Sonne gerichtet sind. Aus dem einfachen Grund, dass die Personen wahrscheinlich erstmal die Augen zusammenkneifen werden und das kein schönes Bild ergibt. Am besten wäre es daher, das Licht von der Seite oder sogar von hinten kommen zu lassen. Achten Sie währenddessen aber bitte darauf, dass die Kamera nicht zufällig auf den Hintergrund belichtet und die Personen, die sie eigentlich fotografieren wollten, viel zu dunkel erscheinen. Alles klar, kommen wir nun zur Nachbearbeitung von Fotos und Videos. Grundsätzlich zur Bearbeitung von Fotos und Videos ist allerdings zu sagen, dass es wieder zwei Schritte gibt, in denen man arbeitet. Zuerst die Farbkorrektur, das heißt, dass man alle Fehler, die in einem Bild vorhanden sind oder in einem Video vorhanden sind, behebt und eine neutrale Basis schafft, um dann danach die Farbbearbeitung zu machen. Heißt also, dem ganzen Bild einen interessanten Look zu verpassen. Gucken wir uns zuerst einmal dieses Foto an. Hier haben wir einen Bassisten, den ich letztens auf der Bühne fotografieren durfte. Dieses Bild scheint etwas bläulich zu sein. Heißt also, wir müssen uns erstmal darum kümmern, dass der Weißabgleich richtig funktioniert. Wir haben hier drüben die beiden Regler, mit denen man den Weißabgleich regeln kann. Einmal die Temperatur und die Tonung. Temperatur ist eigentlich sozusagen der Regler, in dem wir zwischen orange und bläulich hin und her switchen können und die Tonung zwischen grün und magenta. Mit den beiden Reglern werden wir erstmal probieren, einen naturgetreuen Hautton hinzubekommen. So ähnlich wie es jetzt ist. Kommen wir zum nächsten Part, der Belichtung. Belichtung bedeutet im Endeffekt, dass das gesamte Bild heller oder dunkler gemacht wird, also alle dunklen Teile des Bildes und alle hellen Teile des Bildes gleichzeitig hoch und runter gehoben werden. Kontrast beschreibt wiederum die Differenz zwischen hellen und dunklen Parts des Bildes. Wenn wir jetzt also den Kontrast erhöhen, merken wir, dass die Teile des Bildes, die sich in der mittleren Helligkeit befinden, weiter auseinandergezogen werden in die Richtung von maximaler Helligkeit und minimaler Helligkeit. Kommen wir zum nächsten Punkt, Lichter. Der Regler Lichter oder auch Glanzlichter in manchen Programmen hat Auswirkungen auf die helleren Parts des Bildes, bewegt aber das Maximum an Helligkeit kein Stück höher. Wir schieben also eigentlich nur alles, was über der Mitte ist, weiter an den Maximumrand heran. Der Regler Tiefen ist sozusagen das direkte Gegenstück dazu. Wir bewegen alles, was sich unterhalb der Hälfte befindet, weiter in die Richtung der minimalen Helligkeit, aber nicht darüber hinaus. Die beiden Regler Weiß und Schwarz sind ähnlich, funktionieren aber so, dass sie das Maximum mit anheben. Wenn wir jetzt also den Weißregler weiter hochschrauben, wird immer mehr des Bildes ausgebrannt sein, weil wir uns schon zum Beispiel mit dem Licht im Hintergrund direkt an der Grenze befinden. Wenn ich jetzt also den Weißregler weiter hochdrehe, wird man merken, dass immer mehr um das Licht herum ausbrennt, also immer mehr am Maximum ankommt. Genau das gleiche ist es mit dem Schwarzwert oder dem Schwarzregler in der anderen Richtung. Wenn ich jetzt den Schwarzregler runter bewege, wird immer mehr des Bildes dunkel und über den minimalen Punkt hinaus dunkel. Heißt also, dass immer mehr Teile des Bildes keine wirklichen Bildinformationen mehr enthalten. Es gibt noch zwei weitere Regler, die uns für heute interessieren werden. Das ist einmal der Dynamikregler und der Sättigungsregler. Mit diesen beiden Reglern sollte man allerdings sehr vorsichtig sein, weil Bilder sehr, 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 sehr schnell, sehr künstlich und bearbeitet aussehen können.
gucken wir uns das einfach mal an. Sättigung beschreibt im Endeffekt die Betonung von Farben im Bild. Heißt also, wenn wir die Sättigung hochdrehen, dass alle Farben, die das Bild hat, mehr betont werden. Wenn ihr euch das mal anguckt, haben wir jetzt hier die Hauttöne und die grünen Lichter im Hintergrund sehr, sehr stark akzentuiert. Der Dynamikregler funktioniert eigentlich nach einem ähnlichen Prinzip, nur dass nicht alle Farben gleichzeitig mehr akzentuiert werden, sondern nur die Farben, die noch nicht so stark akzentuiert sind. Heißt also, wenn wir uns jetzt dieses Bild angucken, werden wir mit dem Dynamikregler die Grüntöne und die Blautöne, die wir im Licht finden, weiter hochheben und weiter betonen. Hier ist es wirklich wichtig, ein wenig Fingerspitzengefühl walten zu lassen, um das Bild nicht übermäßig zu verfärben und dadurch einen surrealen Eindruck zu erzeugen. Wir wollen ja trotzdem, dass der Zuschauer ein schönes Bild bekommt und nicht gleich denkt, oh mein Gott, wie stark ist dieses Bild denn bitte bearbeitet? Also hier wirklich aufpassen, dass wir nicht übertreiben. Wenn wir nun also mit der Farbkorrektur zufrieden sind, können wir uns noch einmal mit den sogenannten LUTs beschäftigen, den Lookup Tables, LUT abgekürzt. Diese finden wir in Lightroom hier oben auf den Quadraten. Diese Lookup Tables oder LUTs sind eigentlich etwas ähnliches wie Filter. Sie funktionieren aber im Prinzip nochmal etwas anderes. Also es ist nicht genau das gleiche. Das ist aber für uns erstmal irrelevant. Mit diesen Lookup Tables können wir nämlich nun losgehen und erstmal ausprobieren und vielleicht einen coolen Look für unser Bild finden, ohne jetzt Ewigkeiten in den Einstellungen von Lightroom oder von jeder anderen Software rumarbeiten zu müssen. So können wir nämlich relativ schnell einen interessanten Bildstil für uns selber finden und ausprobieren. Zum Beispiel diesen Bildstil. Wir können zudem die Stärke des LUTs einstellen, heißt also auch wieder mit einem Schieberegler kontrollieren, wie sehr der LUT das Bild verändern soll. Sind wir damit zufrieden, können wir dann nochmal zurückgehen und noch einmal durch unsere ganzen Einstellungen durchgehen und gucken, ob es uns wirklich genau so gefällt, wie wir es haben wollen. Meiner Meinung nach ist es nämlich hier noch etwas zu hell in den Lichtern. Wir haben hier zum Beispiel, was wir hier oben jetzt sehen, über den Lookup-Table relativ stark den minimalen Helligkeitspunkt, also den Schwarzwert, nach oben geschoben und dadurch so ein bisschen diesen Filmlook emuliert. Beim Videoschnitt ist es eigentlich ähnlich, was die Bearbeitung angeht. Wir legen uns die Clips so in die Timeline, wie wir sie haben wollen und gehen genauso vor, wie wir mit den Bildern vorgehen. Also erst Farbkorrektur und danach die Farbbearbeitung. Farbkorrektur genauso wie Farbbearbeitung machen wir in Premiere mit genau den gleichen Werkzeugen über den Lumetri Farbwriter hier oben. Wir haben genauso wieder die Farbtemperatur, die Sättigung, die Belichtung, den Kontrast, die Glanzlichter, die Schatten, Weiß und Schwarz. Bei diesem Clip zum Beispiel müssen wir erstmal einen korrekten Weißabgleich hinbekommen. Das schaffen wir entweder, indem wir die Regler nutzen, genauso wie in Lightroom, oder dieses Pipettentool benutzen, mit dem wir einen weißen Punkt im Bild suchen können und den dann als Weißabgleich nehmen können. Ich habe hier einmal einen Clip aufgezeichnet mit korrektem Weißabgleich und direkt dahinter den anderen mit falschem Weißabgleich. Man sieht hier zum Beispiel, dass meine weiße Wand im Hintergrund doch nicht ganz so weiß ist, wie sie eigentlich scheint. Dementsprechend müssen wir gucken, dass wir irgendwo anders doch noch den Weißabgleich finden und die Farben trotzdem noch ein wenig anpassen. An diesem Beispiel sieht man ganz gut, wie wichtig eigentlich ein korrekter Weißabgleich im Vorhinein schon ist, weil wir jetzt schon am Maximum unseres Temperaturreglers sind und ich eigentlich immer noch gerne ein Stückchen weiter nach rechts gehen würde, um ein wenig mehr ins Orange reinzugehen. Genau das gleiche können wir beim nächsten Clip machen. Dieser ist ein wenig mehr orange als alle anderen. Da können wir wieder probieren, einen Weißabgleich zu machen mit der Wand im Hintergrund. Und dieser funktioniert erstaunlicherweise doch noch etwas besser. Nachdem wir jetzt also die Farbwerte der Clips abgeglichen haben, könnten wir uns nochmal an die Belichtungsparameter setzen. Allerdings sind diese beiden Clips von der Belichtung sehr, sehr ähnlich. Dementsprechend müssen wir das hier nicht noch einmal machen. Was ich euch stattdessen zeigen möchte, ist etwas sehr, sehr Cooles, was Premiere und eigentlich auch jede andere Schnittsoftware im Grundsatz haben sollte oder hat, nämlich eine Einstellungsebene. Diese Einstellungsebene können wir uns nun über unsere Clips rüberziehen und auf die Länge unserer Clips ausweiten. Diese Einstellungsebene dient nicht nur dazu, einen einzigen Clip farb zu bearbeiten, sondern die Bearbeitung, die wir an einem Clip vornehmen, auch gleichzeitig alle Clips, die unterhalb dieser Ebene liegen, zu erweitern.
Wenn wir jetzt also auf den ersten Clip einen gewissen Look anwenden wollen und diesen zum Beispiel etwas besser belichten wollen, die Glanzlichter etwas hochziehen wollen, die Schatten noch ein wenig in die Tiefe und das Schwarz noch ein bisschen knackiger ins Dunkle ziehen wollen, dann passiert das gleichzeitig auf allen anderen Clips, die unterhalb dieser Einstellungsebene liegen. Das ist in dem Fall sehr, sehr praktisch. So müssen wir nämlich nur die einzelnen Clips aneinander anpassen und können den Look, den wir dem ganzen Video geben wollen, auch alle gleichzeitig anwenden. Kommen wir zu den Exporteinstellungen für Instagram oder Facebook oder natürlich jeder anderen Plattform, auf der Social Media Content funktionieren und platziert werden soll. Diese Exporteinstellungen können sich natürlich über die nächsten Jahre immer wieder verändern, genauso wie sich die verschiedenen Social Media Plattformen verändern. Dementsprechend solltet ihr am besten nochmal vorher selber nachgucken, was für Anforderungen die jeweilige Social Media Plattform im Moment benötigt. Zum jetzigen Stand ist es zum Beispiel für Instagram das Bildformat JPEG, also keine Datei mit einer sehr tiefen Bitrate, und der Farbraum sRGB. Die Auflösung können wir hierbei eigentlich bei 300 Pixel pro Zoll belassen. Die ist für Instagram sogar relativ irrelevant. Was interessant ist, ist die Qualität bzw. die Dateigröße selber. Diese sollte nämlich am besten nicht über 1600 Kilobyte hinausgehen, weil dann nämlich der Instagram-eigene Kompressor nochmal die Bilder überbearbeitet und dadurch vielleicht einfach Qualität unnötig verloren gehen kann. Was die Seitenverhältnisse angeht, sind die üblichsten Maße für Instagram 1 zu 1, 1,91 zu 1, 4 zu 5 oder 3 zu 4. Das klingt auch wieder komplizierter als es ist. Die Einstellungen werdet ihr in den meisten Fällen in der Software unter Freistellen selber finden können und dann einfach euer Bild je nachdem zuschneiden. Was die Seitenverhältnisse für Posts bei Instagram angeht, sind die üblichen Verhältnisse 1 zu 1, 1,91 zu 1, 4 zu 5 oder 3 zu 4 für den normalen Instagram-Feed. Wenn ihr allerdings Bilder für Instagram Stories verwenden wollt, ist das ideale Format 9 zu 16, um den ganzen Bildschirm auszunutzen. Bei Videos solltet ihr auf Instagram euch an das Seitenverhältnis 4 zu 5 anpassen. Im Instagram-Feed können Videos bis zu 240 Minuten lang sein, Instagram-Stories allerdings nur 120 Sekunden. Und für Stories gilt genau das gleiche wie bei Bildern, das Seitenverhältnis 9 zu 16. Im Facebook-Feed wiederum kann ein Beitrag die Seitenverhältnisse 9 zu 16 bis 16 zu 9 haben und genauso 240 Minuten lang sein. Bei Facebook Stories gilt genau das gleiche wie bei Instagram Stories, auch 9 zu 16 und auch 120 Sekunden Maximum. Kommen wir zum Thema Ton und Musik. Das ist meistens ein relativ unbeachtetes Thema, aber neben dem Aussehen des Bildes eigentlich das Wichtigste überhaupt für eine richtige Videoproduktion. Dabei ist es aber nicht nur wichtig, guten Ton aufzunehmen, sondern auch Musik drunter zu legen, die dem ganzen Video den Charakter verschafft, den wir haben wollen. Sei es eher eine melancholische Stimmung oder eine flippige, charismatische Stimmung. Musik ist wirklich das Bindeglied zwischen den verschiedenen Bildern, die wir zusammenschneiden. Dabei ist es aber auch wichtig, den richtigen Pegel für die Musik zu finden und die Musik nicht zu laut und zu sehr in den Vordergrund drängen zu lassen, sondern eher eine Untermalung zu schaffen. Eine Sache muss ich zu dem ganzen Thema aber noch loswerden, denn es gibt oftmals das Problem, dass wenn man irgendeine Musik benutzt, dass das Video oder der Beitrag später gesperrt wird oder gelöscht wird. Die meisten greifen dabei auf GEMA-freie Musik zurück. GEMA-frei heißt aber in dem Sinne nicht direkt lizenzfrei. GEMA-frei bedeutet erstmal, dass der Künstler, dem die Musik gehört, nicht bei der GEMA angemeldet ist und so also nicht den Anspruch über die GEMA einholt. Die wirklich richtige Herangehensweise ist es, Musik mit der Creative Commons Lizenz zu benutzen. Das wiederum ist eine Lizenz, die dem Benutzer erlaubt, die Musik zu nutzen, wie auch immer er sie möchte, in einem gewissen Rahmen. Entweder man darf die Musik nicht weiter verändern oder man muss den Künstler auf eine Art kennzeichnen im Beitrag. Wir haben nun aber ein Musikstück ausgewählt und wollen dieses in unsere Timeline ziehen. Wenn wir das nun aber tun, klingt es erstmal sehr durcheinander und die Musik ist ziemlich laut. Dementsprechend müssen wir gucken, dass wir die Musik so leise pegeln, dass wir den Textbeitrag oder den Redebeitrag immer noch sehr, sehr gut verstehen können. Am Ende sollten wir darauf achten, dass unsere Musik und unser restlicher Ton zusammen nicht zu laut wird. Das erkennen wir daran, dass die Peakmeter-Anzeige, also die Lautstärke-Anzeige an der Seite hier drüben, nicht in den roten Bereich gerät. Da fängt nämlich der Ton wiederum an zu klippen und zu verzerren. Wenn wir also mit unserem ganzen Ton an den lautesten Stellen nicht in den roten Bereich geraten und durchschnittlich ungefähr bei minus 12 dB sind, ist das auf jeden Fall schon mal eine solide Basis für unseren Ton. Kommen wir zum Thema Untertitel. Untertitel sind normalerweise eine sehr, sehr mühselige Arbeit, da man alles schriftlich per Hand eintippen muss, was gesagt wird. Premiere wiederum hat in den letzten Jahren ein ziemlich cooles Feature
rausgebracht, indem wir die einzelnen Tonclips vom Gesprochenen transkribieren können. Das bedeutet im Endeffekt so viel, dass der Rechner sich den Ton anguckt und versucht rauszufinden, was gesagt wird. Und wir im Endeffekt einfach nur noch einmal rüber gucken müssen und sozusagen korrigieren müssen, was der Rechner uns ausspuckt. Ansonsten kann und muss man wahrscheinlich in jeder anderen Schnittsoftware händisch eine Textebene erstellen und dorthin setzen, wo der Text gesprochen wird. Bei Titelbildern für Facebook oder jegliche andere Social Media Plattform ist es im Endeffekt genau das gleiche wie bei Instagram Posts oder Stories. Ihr müsst euch am Anfang angucken, was für Maße ihr braucht und wie groß die Datei sein darf. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Für ein Facebook-Titelbild sind das zum Beispiel 851 x 315 Pixel und das Bild sollte nicht über 100 Kilobyte hinausgehen. Sonst ist es genau das gleiche wie bei den Instagram-Beiträgen. Der Facebook-eigene Kompressor geht nochmal drüber und kann das Bild im Zweifel verunstalten. Die Datei sollte wieder im sRGB-Farbraum sein und es sollte wieder eine JPEG-Datei sein. Was die Gestaltung angeht, seid ihr da eigentlich relativ frei. Ihr könnt euch natürlich wieder nach dem goldenen Schnitt richten, um einen relativ harmonischen Bildaufbau hinzubekommen. Und wenn ihr Text einbauen wollt, solltet ihr genau das gleiche machen, was wir vorhin schon einmal bei der Fotografie besprochen haben. Nämlich den Text vom Hintergrund abheben. Das kann man einmal dadurch schaffen, dass entweder der Hintergrund um den Text herum etwas dunkler gestaltet wird oder eine andere Farbe bekommt, dass man einfach einen gewissen Kontrast zwischen Text und Hintergrund erzeugt. Allerdings solltet ihr den Text nicht zu klein machen, weil er sonst einfach irgendwann nicht mehr lesbar sein wird. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht zu viele verschiedene Farben in eurem Titelbild nutzt, sondern euch auf 2 bis 3 Farben festlegt, die ihr in der Kombination benutzen wollt. Ein sehr, sehr schönes Tool, was man benutzen kann, um eine gute Farbbalance hinzubekommen, ist das Adobe Color Wheel. Das gebt ihr einfach bei Google ein und dann kommt ihr auf die Website, in der ihr einfach ein bisschen rumspielen könnt mit verschiedenen Farbkombinationen und Adobe gibt euch direkt Farben aus, die mit der ausgewählten Farbe am besten funktionieren. Und wenn ihr vielleicht schon so etwas Ähnliches habt wie eine Corporate Identity, heißt also ein gewisses Farbschema, was immer wieder in Beiträgen vorkommen soll und dementsprechend im Titelbild auch vorkommt, könnt ihr auch da sehr gut das Color Wheel benutzen, um euch Inspiration zu sammeln, welche Farben gut zueinander passen. Alles klar! Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial-ähnlichen Video etwas mitgeben für eure weitere Social-Media-Laufbahn. Und ihr könnt, nachdem ihr von mir diese ganzen Seitenverhältnisse und Datenraten und Farbräume an den Kopf geschmissen bekommen habt, etwas daraus mitnehmen, um eure Social-Media-Kanäle besser zu gestalten und effektiver Content zu kreieren. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet einigermaßen Spaß und ihr konntet einiges an Tipps und Tricks mitnehmen und vielleicht sogar demnächst in die Tat umsetzen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr daraus basteln werdet. Und bis dahin, haut rein. Ciao.